So, und damit willkommen hier bei der Metro. Was, wir können Hilfe gebrauchen? Ja, das stimmt schon. Ich muss mal eben... Okay. So, aber jetzt ist wieder hoffentlich spärlich wieder. Ich bin richtig abgefisst, Mann. Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Jetzt hätte ich gerne Shotgun wieder. Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Okay, also muss ich jetzt hier auf Solo-Tour gehen. Geil. Was? Ne. Oh! Also da muss ich ja... Oh, geil. Das ist ganz schön träge, aber das Teil. Ich brauche hier eh gerade keinen Schalldämpfer. Ich kann auch Schnellschuss mit der machen, geil. Oh Mann. Was ist denn das? Ey, wenn die Eier mich nur treffen, dann bin ich schon direkt wieder low wie Sau. Heilige. Okay, lass mal ein bisschen weniger rumrennen. Einfach mal direkt mit Vollspeed in. Ich würde ganz gern nochmal das schaffen, bevor ich tot bin. Oh mein Gott, ist hier viel. Das ist jetzt schlecht. Das macht er jetzt schon! Okay. Ich dachte nur so, hä, kann ich da was aufheben? Nein, er macht aber die Bombe dahin. Nice. Verfluchte Station. Eintrag 1. Dies war einst eine ganz normale Station, belebt und sogar wohlhabend. Eine dieser Stationen, in denen nicht nur schwer bewaffnete Kämpfer überleben können, sondern auch alte Männer und Frauen und sogar Kinder. Dann kamen die Mutanten wie aus dem Nichts. Zahllose Mutanten, die verfluchte Station, klar, damals nannte man sie noch beim alten Namen, schlug mit allem zurück, das sie hatte. Doch das reicht ja nicht. Die Verteidiger waren gezwungen, all ihre Sperren in den Tunnels nacheinander zu verlassen. Dann verbarrikadierten sie die Hauptbahnsteig und schlugen ihre letzte Schlacht. Oh wow, das ist echt viel. Sie kämpften bis zum letzten Kind. What? Okay. Dass sie in die Nachbarstation evakuieren konnten. Die letzte alte Frau trug es dorthin. Sie kämpften bis zur letzten Kugel und als die Munition ausging, standen da immer nur noch die Barrikaden. Und da erhielt die verfluchte Station ihren Namen von den geretteten Frauen und Kindern jener, die für immer dort geblieben waren. Und das ist es auch, was unsere Messe erwartet, wenn ich meine Maske nicht herunterreiße und vielleicht nicht nur die Messe, sondern die gesamte Metro. Okay.
Okay, hier ist jetzt auf jeden Fall alles eingestürzt. Haben wir da auf jeden Fall hoffentlich mal ein bisschen Ruhe. Alter. Junge, was? Was? Nee. Gibt's hier bestimmt irgendwas? Ne, ich muss ja nicht jeden jetzt hier über den Haufen ballern. Ich würde gerne meinen Revolver gegen eine Shotgun tauschen, ne. Denn eine Shotgun... Warte mal, habe ich da etwas gesehen? Ja, das ist eine Bombe. Kannst du die jetzt mitnehmen? Danke. Oh nein, ich muss nachladen! Wie kacke ist das denn? Oh, danke. Jetzt habe ich eine Shotgun. Au. Memo an mich. Ich sollte nicht ins Dingens rennen. Oh, Junge. Hab ich mich erschrocken, ey. Du kleine Mongo. Ey, wo kommen die denn alle her? Aus welchem Loch kommen die denn alle gekrochen, ey? Das kann nicht angehen. Ja, voll anstrengend. Dürfte ich da durch? Nein? Okay. Obwohl die tot sind, haben sie immer noch das Verlangen, die Station zu bewachen, wie scheint. So, gehen wir mal hin und machen die Kacke dicht. Okay, da kommen immer noch welche, Heilige. Okay, langsam wird's albern. Alter, Junge, ich hasse diese Viecher, ne? Habt ihr ganz genau sein Arschloch? Ja, hau die Kacke da hin. Ach, unser gutes altes Feuerzeug. Okay, renn. Gar keine KK-Munition mehr, ey. Ja, ich würde mal sagen, das hat funktioniert. Ne? Ein Atom für alle Fälle. Oh, hallo Freund. Na, wie geht's? Es geht ab. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Ja, die Faschisten. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Alles klar. Ist egal, okay.
Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Wo jetzt lang? Oh, ich sehe schon hier. Wie sorgfältig er die einzeln wegnimmt und dann dahin platziert, ne? So, ich habe auf jeden Fall, ich habe jetzt meinen Shotgun wieder. Ich habe jetzt gegen die, Revolver ausgetauscht, aber ich habe leider keine Munition mehr für meine AK. Das wär's. Rein da. Man sieht sich. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ich mag den. Der ist cool. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Bitte? In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Ah ja, okay. Ah, genau, wir kommen jetzt hier lang. Oder? Nee. Hä? Das ist übrigens richtig ekelhaft grell, dieses Licht von dem Stromkabel, ne? Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen, ne? Also du darfst in dieser Station, also Metro, darfst echt keine Phobie vor irgendwas haben, ey. Ganz ehrlich, oder wenn du irgendwie Angst vor Schmutz hast, irgendwie sowas. Wenn du total so, dass das angeht, total ausrastest, wenn du ein bisschen irgendwas schmutzig ist, ey. Du bist echt im Arsch. Oder Spinnenphobie, Arachnophobie, das ist auch so eine Sache. Alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht auf. Ich bin menschlich. Lass mich rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das nochmal, wenn jemand Angst vor Schmutz und sowas hat. Das ist ja so wie bei The Big Bang Theory mit Sheldon. Der hat ja auch irgendwie so eine Phobie, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß. Tatsächlich. Guten Abend. Oder morgen. Ich weiß gar nicht. Woher wissen die eigentlich, wie hell oder dunkel draußen ist? Kein Plan. Naja. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Guter Tipp für einen jungen Kram. Für einen jungen Mann wie mich. Was soll das denn enden? Kann ich auch rennen? Achtung, ah, ja. Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Haben wir überhaupt einen Ausweis? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, warum auch? Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Hallo. Der Boss ist gerade beschäftigt. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Was? Lass den Quatsch. Ich lauter an. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auf meine Brust. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Warum ist denn... Hä? Ich hab nichts gemacht. Ich laufe nur lang. Gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Du Scheißkerl! Ich bring ihn um! Los! Kommt mir nach! Okay, das fängt ja gut an. Bleib unter dem Radar, junger Mann. Ja, am Arsch, Alter. Radar. Aua, das tat weh. Ich bin gerade erst in dieser Station angekommen, ey, was soll denn der Scheiß? Aua, wieso bin ich mal getroffen? Das ist voll unfair.
Okay, er ist tot. Ich bin hier weiter rumrennen. Okay, jetzt bin ich hier. Oh, wow. Okay. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Rotten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Okay. Ja, so haben wir ihn jetzt gefunden, aber er ist direkt in eine Scheiße reingeraten, von der wir, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß, wer war der Typ überhaupt? Ich bin einfach reingegangen, weil es der einzige Weg war und fertig. Ah, oh, Mann. So viel Stress, aber ich bin gerade erst angekommen, ey. What the? Okay. Viel Spaß beim Lesen, yay. Viele in der Metro hassen die Roten, weil sie Angst vor ihnen haben. Die Roten leiden ständige Hunger, obwohl sie rund um die Uhr arbeiten. Man sagt ihnen, dass sie für eine bessere Zukunft arbeiten, aber Jahr für Jahr verschlechtert sich ihr Leben immer mal weiter. Sie kämpfen mit Hingabe, als wenn sie überhaupt keine Angst vor dem Tod hätten. Und ihre Kommandanten werfen sie einfach weg, stapeln ihre Leichen auf, um feindliche Waffenstellungen zu blockieren. What? Okay. Sie verbringen ihr Leben, als wenn sie unsterblich wären, aber sie sind sterblich und sie sterben vor Erschöpfung an Überarbeitungen durch Schüsse, die von ihren Feinden und ihren eigenen Kommissaren abgegeben werden, die den Befehl haben, jeden zu erschießen, der die Flucht antritt. Oh! Deserteure werden also auch einfach abgeknallt. Cool. Das ist irgendwie versprechend. Man sagt ihnen, dass sie überlegen seien, dass sie aus Stahl seien, nicht aus Fleisch, und deshalb habe ich Mitleid mit ihnen. Wofür leben und sterben sie? Die Idole der Vergangenheit sind längst tot, aber man sagt es ihnen nicht. Die Sprüche, mit denen sie kommunizieren, sind in der heutigen Welt bedeutungslos. Man verbietet ihnen zu reden oder auch nur frei zu denken. Jeder, der Fragen stellt, ist ein Verräter. Jeder, der sagt, dass das Leben außerhalb der roten Linie besser sei, ist ein Spion und Saboteur. Sie müssen alles Menschliche an sich verbergen und wie alle anderen werden. Aber es gibt hier auch Leute wie André, den Schmied. Leute, die es ablehnen, die Hoffnung aufzugeben und auszuharren. Wenn ich in seiner Haut stecken würde, wäre ich längst abgehauen. Aber warum ist er noch hier? Hat er Angst vor seiner Flucht erschossen? Hat er Angst, auf seiner Flucht erschossen zu werden? Nee, ich glaube, er ist einfach so jemand, der sagt, dass er hier inmitten des Feindes mehr Gutes tun kann, als wenn er halt irgendwo anders was Gutes tut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so bei ihm ist. Würde ich jetzt mal schätzen, ne? Hallo, du hast mich gerade nicht verfolgt. Ich bin gerade nicht die Treppe hochgegangen und bin weggerannt. Ich bin jemand ganz anderes. Ich würde gerne Munition und so kaufen. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jeder. Na, wir haben ja schon was gefunden. Füllt ein Arsenal auf, kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Sonderangebote, Rabatte, okay. Beste Waffen von den Spielemeistern. Go, was kann ich denn anpassen, mein Freund? Was gibt's denn hier? Achtfach, mehrfach. Oh, yes, I like it. Ist hier noch irgendwas Geiles? Ich kann Steine wahren. Und das Müllzeug dämpft den Knall und verringert die Steuerung. Außerdem wird die Rotiergeschwindigkeit verringert, das verringert den Schaden. Ja. Hm.
Eintauschen. Was ist das denn? Eine Heilsäge? Eine 9300 verschließt. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Ich hab 375. Oh Mann. Was ist das hier? Eine der besten Nahkampfwaffen überhaupt. Ein Schuss aus Beinläufen kann das jeden Mutanten auf der Tür töten. Das ist, glaube ich, die ich eh schon habe. Trommelschuss ist sehr aktiv gegen ihre Entfernung. Auch mit mittleren Entfernungen ist sie noch sehr erhaltbar, aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Ja, na, habe ich selber schon. VSV. Rechtschlag ist Sturmgewehr, die sich besonders für Nahkämpfe bei mittleren Entfernungen eignet. Die etwas geringe Mündungsgeschwindigkeit verursacht zwar weniger Lärm, das Geschoss fällt aber früher zum Boden. Okay. Ja, die kennen wir schon, die Waffe. Und was ist das hier? Höhlenhauch. Die Schienenkanone verschießt Kugeln von Kugellagern mit unglaublicher Geschwindigkeit. Jedoch dauert es etwa den Akku aufzuladen. Verursacht beim Abfahren weniger Schaden, wenn der Akku nicht vollständig geladen ist. Na, gute Frage, ne? Ah, das ist echt eine gute Frage, was ich machen will. Okay, die AK. Also die AK, da will ich auf jeden Fall erstmal... Soll ich da einen Schell immer draufhauen und mit Fernkampf benutzen? Ich glaube, an der Front von den Roten und den Faschisten könnte das praktisch sein, Stealth zu sein eher. Kein Bock, mich direkt aufs Maul zu bekommen. Ich glaube, da wäre auch die ganz gut. Deswegen geben wir der mal ein... krasseres Ziel. Fernrohr. Ja, das brauchen wir nicht. ...107 Munition. Eintauschen. Ich würde gerne... Für Sie. Würde gerne die irgendwie mal ausprobieren. Bin ich ehrlich. Würde gern wissen, wie die ist, Mann. Ohne Scheiß. Ich habe nämlich noch nie gespielt, als ich das Spiel gezockt habe damals. Deswegen würde ich mir das echt mal interessieren. Ich glaube, wir verkaufen die mal eben. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Abgemacht. Ja, nicht eintauschen. Ich will was draufhauen. Ich glaube, hier ist, glaube ich, so eins, glaube ich, besser. Ich doch lieber so ein fettes Teil. Ich finde vielleicht noch eine bessere Waffe. Ich bleib's erstmal jetzt so. Jetzt will ich mir eine Munition eben holen. Munition, Alter. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Habe ich noch irgendwo Munition, wofür ich brauche vielleicht? Ach, das ist dafür. Dann hau ich mir auch noch da was ein. Ich kann noch was verkaufen. Die brauche ich ja gar nicht gerade, ne? Bin mir sicher, dass wir die Munition auch genug finden werden. Ich glaube, die behalte ich erstmal, weil ich glaube, die sind sehr wertvoll an sich schon. Guter Deal. Okay, wo ist denn mein Kollege jetzt hier? Ah ja. Hallo. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Oh. Neuer Eintrag. Ich lag mit André nicht falsch. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, für die man wesentlich mehr Mumm braucht. Andere hilft anderen bei der Flucht aus der roten Linie und riskiert minütlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht durch ein Netzwerk aus verlassenen Gängen und vergessenen Tunnels, von denen die Broten noch immer nichts wissen. Meine ich doch. Die Flüchtlinge nehmen im wahrsten Sinne des Wortes die U-Bahn, um von der roten Linie und in die Metro zu entkommen. Doch für mich macht André das umgekehrt. Ich muss zur Front des endlosen Kriegs zwischen roter Linie und Reich gelangen.
Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Fleischwolf schickt. Der wichtige Teil ist es zu wissen, wann man abspringen muss. Ja, okay. Finde ja schön, dass die Leute sogar die jetzt an die Front schicken, einfach mal als Kanonenfutter betiteln. Also das ist schon sehr beruhigend. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Ja, gut, das wird jetzt, oh Mann. Sicher fühle ich mich nicht. Ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Witzig. Geht hier um mein Leben, also bitte nicht. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Wir uns mal wiedersehen, ich weiß nicht. Was? Ein Typ, der gerade mal da angekommen ist, kriegt jetzt schon direkt eine Munition, eine Waffe und eine Uniform und kriegt dann direkt jetzt schon an die Front geschickt hier? Wow. Du wirst sofort sterben. Könnte sogar sein, dass ich ihn ausfängen könnte. Aber in der Metro heißt es ja einfach gefressen oder gefressen werden, also. Alle Mann die Plätze einnehmen. Ist übrigens witzig, dass keine Sau mich hier unten sieht. Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug gefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Alter. Okay. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monete hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Wir sind ja gut drauf, die Jungs, wa? Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ja. Dabei durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Kapitel 4, Krieg. Ja, das ist schon, das finde ich halt auch so Quatsch einfach, dass in solchen Situationen immer Leute es hinkriegen, sich gegenseitig umzubringen, obwohl es doch viel schlimmere Dinge gibt auf der Welt. Ich meine, why? Warum?
warum? Ich verstehe es nicht. Das ist einfach nur dumm. Ja, ihr werdet alle sterben, ihr Nappen. Hui. Die Frage ist, er ist runtergefallen oder runtergesprungen? Ist eigentlich egal. Showtime. Okay, mein wunderschnuckeliges Schnuckelding. Was bist du denn für ein sexy Junge? Interessant. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ne? Gut. In der nächsten Folge werden wir dann die Faschisten heimlich umgehen oder sie einfach alle mal haufenballern. Ja, das wird mal gucken, wie das jetzt irgendwie am smartesten ist. Ich werde wahrscheinlich erst versuchen zu schleichen, aber weiß ja nicht, ob das auch funktioniert, ne? Naja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Metro oder woanders, keine Ahnung. Bis dann, Leute, ciao.